Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute habe ich mal wieder ein Haul für euch. Und zwar ein Frühling-Haul. Ja Leute, auf jeden Fall, es ist gerade schönes Wetter draußen. Und ich freue mich einfach, weil es Frühling ist und es ist schon fast Sommer. Obwohl wir gerade erst Frühling angefangen haben, aber egal. Weil ich freue mich auf Sommer. Ich freue mich natürlich auch auf Frühling und auf die Blumen und einfach das gute Wetter. Und ja genau, auf jeden Fall. Ich habe hier meine Box und hier sind sehr viele Klamotten drin, Leute. Also ich habe wirklich sehr viel bestellt. Ja, also das hier werde ich euch jetzt alles gleich, angezogen zeigen. Das ist richtig schwer, Leute. Ich werde euch dann immer hier ein Bild einblenden, wie das auf der Website aussieht. Also es wird, dann könnt ihr so sehen, wie es auf der Website aussieht und wie es dann angezogen aussieht. Ich habe von einem habe ich, glaube ich, XS gekauft. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich wollte euch nur sagen, von wo ich die ganzen Klamotten her habe. Also ja, Leute, ich habe ein paar Sachen von Cider bestellt. Das ist ja, also das ist eine Website oder eine App. Die könnt ihr euch auch downloaden. Und dann könnt ihr einfach danach schöne Klamotten suchen. Ich finde, die haben so, so schöne Sachen, vor allen Dingen auch für Frühling. Also die haben eigentlich für jede Jahreszeit. Also die hat mich auch einmal, also die hat mir einmal Klamotten zugeschickt. Und aber das sind jetzt nicht die hier, weil ich habe mir noch neue Sachen dazu bestellt. Von Cider, aber diesmal habe ich die selber bestellt. Weil ich finde Cider so, so toll, Leute. Habe ich natürlich mal wieder von Shein bestellt, weil ich liebe Shein. Und dann habe ich noch ein paar Sachen von Asos. Und ich würde sagen, wir reden nicht zu viel und wir starten direkt. Auf jeden Fall ist das schon mal das erste Outfit. Ja, fangen wir auf jeden Fall bei dem Top an. Das ist so ein graues, einfach so ein ganz normales graues T-Shirt. Ich habe nicht so, so viele T-Shirts gekauft. Hat eher so mehr langärmige Sachen, weil Frühling ist ja noch meistens kalt. Aber es gibt natürlich auch ein paar warme Tage und da finde ich, sollte man auch einfach T-Shirts haben, ein paar. Ja, also ist es eigentlich länger, aber ich habe es gerade gecroppt. Ich kann euch das gleich nochmal in voller Länge zeigen. Ja, aber so erstmal, ich finde, es gibt so ein bisschen Skims-Vibes, wenn man das so sagen kann. Also auf jeden Fall ist es ein bisschen, eigentlich sollte es enger sein. Es sollte eigentlich so sein, aber ich finde das so eigentlich auch gar nicht schlecht. Also ich finde es sehr schön auch so, dass es ein bisschen lockerer ist, damit es natürlich auch nicht so eng ist und so, so unbequem halt. Also ich finde, es ist sehr, sehr bequem und der Stoff ist auch sehr, sehr nice, Leute. Sehr stretchy auch. Ja, es ist einfach so ein Grau. So, ich finde das so, so schön, Leute. So sieht das von hinten aus. Ich habe das hinten nicht gecroppt. Also so sieht das von hinten aus. Moment, ich zeige euch das einmal kurz. So, also das ist die volle Länge. So, und so sieht das dann von hinten aus. Ich habe noch hier irgendwo das Etikett. Aber ja, so sieht das aus. Und ich liebe das T-Shirt, Leute. Aber es ist sehr schön. So, und dann zu dieser Hose einmal. Ich crop einmal kurz wieder das T-Shirt, damit man das auch sehen kann. Also, die Hose, die ist mir sogar eine Taille bisschen zu groß, weshalb die so ein bisschen low-waisted ist. Aber ich finde das sehr schön. Leute, falls ich manchmal da hingucke, ich habe da einen Spiegel, also nicht wundern. Also, ja, es ist halt einmal so eine, jetzt so ein Cargo-Style und die ist halt gleichzeitig Camouflage. Und ja, die ist so schön, Leute. Und ich habe hier auch so Hintertaschen. Das finde ich immer sehr gut, sehr praktisch. Da kann ich halt immer so mein Handy und so reintun. Und es hat hier auch so Seitentaschen. Und ich finde diesen Style, der ist so, so schön, Leute. Halt wie die auch so low-waisted ist. So würde... Moment. Aber high-waisted, Leute, sieht die auch gar nicht schlecht aus. Die sieht sogar sehr... Wow. Also ja, so sieht die auf jeden Fall high-waisted aus und ich finde sie so extrem schön. Ich werde sie auch immer anziehen. Ja, die ist ein bisschen zu groß, also ein bisschen zu lang, aber das kann man ja so hochkrempeln. Und ja. Yeah. So Leute, hier haben wir auf jeden Fall schon das nächste Outfit. Es ist natürlich wieder dieselbe Hose. Und ja, es geht jetzt hier rum. Also erstmal, das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist einmal hier so ein Top ohne Ärmel. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich gedacht habe, dass ich das im Frühling kaufe, weil es ist sehr, sehr sommerhaft, weil es hat keine Ärmel und es ist bauchfrei. Aber es ist nicht so schlimm, weil wenn ich das hier mit anziehe, dann
hat das natürlich lange Ärmel, aber da sind halt so Löcher drin, ne? Deswegen, ja. Vielleicht ziehe ich das erst im Sommer an, aber vielleicht so an einem richtig warmen Tag. Weil es gibt ja auch warme Tage im Frühling und dann werde ich das definitiv anziehen, das Outfit. Ich glaube, ich habe dieses Top einfach nur gekauft wegen, komm mal näher, wegen diesem Haar. Ich finde das so extrem schön, Leute, dieses Haar. Ja, und dann habe ich halt noch dieses Top gekauft. Ich habe halt extra, also eigentlich habe ich das Top zuerst gefunden, dieses Oberteil. Und dann wollte ich halt etwas haben, so, da wollte ich halt so einen Top haben, dass ich so darunter anziehen kann. Weshalb ich auch, glaube ich, das hier genommen habe, weil es gibt noch ein langärmiges davon. Aber ich wollte das halt kaufen, damit das halt hierzu passt. Und ja. Und ja, so sieht das von hinten aus. Und ich liebe es, Leute. Und auch, was ich an diesem Top hier mag, das ist hier so, also Leute, also es ist einmal hier so cropped und dann geht das hier so weiter runter. Und ich finde das einfach so schön, diesen Style. Es hat so ein bisschen so Bandana-mäßig. Ja, auf jeden Fall, ich mag es. Achso Leute, was ich euch noch sagen wollte, all diese Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, also auch das graue T-Shirt vorhin, diese Sachen sind alle von Shein. So Leute, dann haben wir einmal als nächstes so eine Jeans. Das ist auch wieder eine Cargo Jeans, aber das ist halt eine Straight Cargo Jeans, also die ist halt jetzt nicht baggy. Die andere war ein bisschen mehr baggy, die ist aber mehr so enger und ja, auf jeden Fall, das hier. Also die Hose ist von Strandivarius, aber ich habe die halt von Asos gekauft. Aber also ich habe diese Hose habe ich von Asos bestellt, aber das ist halt eine Hose von der Marke Strandivarius. Ich finde die ist so extrem schön, Leute. Die ist, also die sitzt wie angegossen erstmal, Leute. Ich habe die in XS oder XXS, ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, es war XS. Ja, keine Ahnung. Also... ja, ich hätte wirklich noch nie eine Jeans, die so eng gesessen hat, wie die hier. Und ja, also die hat halt auch solche Schlaufen, womit man halt einen Gürtel reintun kann, befestigen kann. Ja, also wirklich Leute, das ist eine der besten Hosen, die ich jemals hatte. Halt, weil die sitzt einfach perfekt. Und es ist halt so eine, nicht so baggy Jeans, sondern die ist halt eher enger. Und das finde ich halt auch richtig schön. Und ja, so sieht die von hinten aus. Die hat auch wieder hier so Hosentaschen. Sehr praktisch mal wieder. Ja, und die hat halt hier auch solche Taschen. Da kann man auf jeden Fall auch was reintun. Und dann halt hier nochmal diese Taschen hier, so an den Seiten. Die ist auch ein bisschen lang, aber die kann man halt auch wieder hochkrempeln. Dann habe ich hier einmal dieses Top, das ich kann mal wieder näher kommen. Also dieses Top, das ist mir sogar ein bisschen zu groß. Also ich will das halt noch nähen. Ja, also auf jeden Fall, ich muss das hier so ein bisschen krempeln und so festknoten. Also ich muss das halt ein bisschen festknoten hier oben, weil es halt ein bisschen zu lang ist. Halt hinten, also vorne sitzt es eigentlich perfekt, aber hinten sitzt es halt ein bisschen zu tief. Weshalb, ja, ich werde das mal irgendwann mal nähen, wenn ich dafür Zeit habe. Und ja, aber das Top ist so, so extrem schön. Das hat halt hier so Spitze. Hier auch. Und ja, also das hier ist von Cider. Und ich habe halt drei Sachen, glaube ich. Also drei Tops habe ich von Seidel bestellt. Und ja, also die habe ich von einer TikTokerin. Also die hat die halt auch bestellt. Ja, also ich fand die halt so, so schön, dass ich mal dachte, dass ich die einfach auch bestelle. Sie hat noch viele andere Sachen bestellt, aber ich habe jetzt so drei gekauft. So Leute, dann das nächste. Ich habe wieder dieselbe Hose an. Auf jeden Fall als nächstes einmal dieses Top hier. Das ist sehr, sehr schön. Es ist mir sogar, glaube ich, ein bisschen zu groß. Also... ich glaube nicht zu groß, aber halt, es sollte eigentlich, glaube ich, enger sitzen. Aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. Ich finde es halt auch gut mal, wenn ich so nicht so enge Sachen habe. Und es ist so bequem dieser Stoff. Also der ist sehr, sehr weich. Und allgemein halt auch das Top, das sitzt perfekt. Es ist sehr, sehr einfach kuschelig, sag ich mal. Ja, und es hat hier so wieder so einen U-Ausschnitt. Oder kann man das U-Ausschnitt nennen? Ich weiß nicht. Aber es hat auf jeden Fall hier so einen Ausschnitt. Und ja, so sieht es von der Seite aus und so von hinten. Und ich bin so in love auch. Ich finde das so, so schön.
Ist jetzt nicht so ein krasses Outfit, sondern einfach so ein Basic-Outfit. Aber ich finde, es matcht auch richtig gut so mit der Hose. Also halt mit dieser Farbe. So Leute, also das andere Top, was ich euch gerade gezeigt habe, das war von Shein. Und das hier ist auch von Shein. Ich habe wieder dieselbe Jeans an. Ja, das ist auch von Shein. Und das hier ist so ein Top. Also ich habe halt wirklich nicht viele Tops, die halt so komplett so sind oder so halt mit Kragen, sondern ich habe halt auch genau so eins, aber es hat halt hier auch so einen U-Ausschnitt. Ich habe eigentlich sehr viele Tops mit Ausschnitt, aber ich finde halt sowas ist so, so schön eigentlich. Ja, ich wollte mir das eigentlich auch noch in weiß bestellen, aber da habe ich mir doch ein weißes Top mit Ausschnitt bestellt, weil ich fand es einfach so schön auf dem Bild so. Ich fand es halt schöner, als halt, wenn es so hier so mit Kragen ist. Und ja, Leute, auf jeden Fall, das ist sehr warm und sehr kuschelig auch. Also es hat einen sehr schönen und angenehmen Stoff. Ja, genau. Auf jeden Fall, was mich ein bisschen stört, aber es ist wirklich nicht schlimm. Aber halt hier, das hat halt hier so eine Naht drin. Und das lässt meine, also das sieht halt hier so ein bisschen so viereckig aus. Halt nicht so rund, sondern so viereckig. Es ist nicht so, so schlimm, aber es ist halt das Einzige, was mich so ein bisschen dran stört. Aber sonst finde ich das Top eigentlich sehr schön. Es ist auch cropped. Es ist halt über dem Bauchnabel. Man sieht das so nicht, weil diese Jeans halt sehr, sehr high-waisted ist. Und ja, ich finde aber das Outfit, das erinnert so ein bisschen an Kim Possible. Also wenn jemand eine Kostümparty oder so macht, ladet mich ein, ich komme als Kim Possible. Ja, auf jeden Fall, es ist sehr, sehr schön. Also das Top ist auf jeden Fall auch von Shein. So Leute, das hier ist das nächste Outfit. Ja, auf jeden Fall habe ich hier einmal so eine schwarze Hose an. Die ist halt nicht so eine Schlaghose, sondern die ist halt eher so einfach straight. Und, aber die hat einen sehr, sehr schönen Stoff. Ich kann mal ein bisschen so auf die Zehenspitzen gehen, damit ihr das sehen könnt. Also die ist wirklich hier auch so ein bisschen weiter. Und dann hier einmal dieser Pulli. Ich finde den so schön. Also der ist halt so sehr, sehr flauschig. Ich denke sogar, dass es Baumwolle ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber es, oder halt einfach normale Wolle. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr weich. Das gesamte Outfit ist von Shein. Ja, genau. Ja, und dann, also, Moment. Also es hat hier halt so einen V-Ausschnitt, aber der ist halt nicht so weit unten. Das finde ich halt auch sehr gut, weil für Frühling und so, damit es halt nicht allzu kalt ist. Und der geht halt hier auch so über die Hände so. Also man kann auch die Hände so da drin verstecken, wenn einem kalt ist. Und das geht halt, das ist halt ein bisschen länger. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ja, und dann hier einmal diese Handtasche. Die ist so süß, Leute. Ich kann die mal abnehmen. Also sie hat einmal hier so solche Löcher an den Seiten, damit man, und dann hat es halt hier so ein Dingens, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber man kann es halt, also man kann die Größe halt einstellen, also die kann auch zum Beispiel so sein, ich habe die jetzt so, aber man kann die halt auch kleiner einstellen und dann hat die hier so, so goldene Punkte und dann hier halt so, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber halt, das hat halt hier so ein besonderes Design. Und ich finde das sehr, sehr schön. So sieht es von der Seite aus, das Outfit. Und so sieht die Hose aus. Also die ist halt auch high-waisted. Ja, also so sieht die von der Seite aus. Und so sieht das ganze Outfit von hinten aus. Und ja. So Leute, auf jeden Fall habe ich jetzt genau dasselbe Outfit an. Aber mit einer Lederjacke bzw. einem Ledermantel. Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich einen von Zara bestellen, aber der kostet, also erstens, wir haben keinen Zara in unserer Stadt, und dann, ich hätte den natürlich trotzdem noch bestellen können, aber der kostet 80 Euro oder glaube ich sogar mehr und ich gebe keine 80 Euro aus für etwas, wo ich weiß, dass ich es nicht so oft anziehen werde, weil ich weiß, dass ich diesen Ledermantel nicht oft anziehen werde, halt nur so zu Special Occasions, so zum Beispiel, wenn man in ein Restaurant geht oder so, einfach generell so zu besonderen Anlässen, halt nicht einfach so irgendwie zur Schule oder so. Deswegen weiß ich, dass ich den nicht so oft anziehen werde. Also ja, der hier ist auf jeden Fall von Shein. Der geht über die Knie, Leute. Ja, also der ist nicht komplett lang, aber auch nicht so kurz. Und der hat hier so einen Gürtel, also der hat nicht solche Schlaufen für den Gürtel.
Das ist, finde ich, ein bisschen komisch, weil ich finde es halt besser, wenn man so Schlaufen hat, dann kann man den nämlich auch so offen tragen und dann hängen die halt einfach so. Oder kann sein, dass er Schlaufen hat. Ich muss auch noch ein bisschen nachgucken. Ja. Und der hat halt hier auch Knöpfe, also man kann ihn auch richtig zumachen. Und dann hat er hier so auch Seitentaschen. Das finde ich auch gut. Kann man so ein bisschen Kleingeld und sowas reintun. Moment. So. Ja, also das finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. Und ich finde, das matcht richtig zu dem Outfit und auch zu der Tasche. Und so sieht das von hinten aus. Ja. Und so sieht das Ganze offen aus. Und von innen hat das hier noch so einen anderen Stoff. Also von innen ist es halt kein Leder. So Leute, als nächstes das hier. Ich finde, das Outfit sieht ein bisschen schlafanzugmäßig aus. Aber ich finde, es sieht so aus so wie so ein Chill-Outfit. Also man ist sehr, sehr beweglich da drin. Und man kann es halt auch einfach zum Chillen anziehen. Ja, es ist halt sehr, sehr bequem, das Outfit. Ja, das ist halt auch die einzige Hose, die halt nicht eine Jeans ist, die ich halt bestellt habe. Ja, auf jeden Fall. Einmal das, also die Hose ist von Shein und der Mantel war auch von Shein. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich denke mal. Und ja, das Out, also jetzt will ich euch das Oberteil hier zeigen. Das Oberteil ist von Cider und ja, das hat hier so verschiedene, also es hat hier so Knöpfe. Man kann das halt so ganz zumachen, dann sieht das in etwa so aus. Aber ich mag es halt, wenn man das so offen, so geöffnet anzieht. Ja. Und das hat hier halt auch, also hier Leute, es geht hier so weiter nach unten. Also es hat hier auch so wieder so diesen Bandana-Style, so nenne ich das halt einfach. Halt auch diese Farbe, das ist halt so ein dunkelgrau, so fast schon schwarz. Ja, und ich finde halt auch dieses mit den Knöpfen sehr schön und wie es halt aussieht, wenn die Knöpfe so geöffnet sind. Ja, es würde safe richtig schön aussehen mit so einer Perlenkette. Und halt, so sieht das aus wieder mit meiner Handtasche. Ich finde das Outfit süß, Leute. Sieht sehr, sehr basic aus, aber auch sehr schön. So Leute, ich habe gerade noch dasselbe Top an, aber ich wollte euch einmal kurz diesen Gürtel hier zeigen. Der ist auch von Shein. Ja, erstmal diese Spitze, Leute. Guckt euch das an. Also Leute, so sieht der aus. Und ich finde, der ist so, so schön, Leute. Der hat so hier ganz viele Strasssteine. Ja, heißt es Strasssteine? Ja, ne? Ja, es ist ein bisschen hell gerade, Leute, merke ich gerade, aber man kann es trotzdem erkennen, oder? Ja, und hier hat er halt auch so ganz viele Strasssteine. So, hier, so sieht das aus. Und ich werde ihn jetzt anziehen mit dieser neuen Jeans, die ich anhabe, und dann seht ihr die gleich. So, Leute, als nächstes einmal das Outfit. Also, erstmal dieser Gürtel, der ist von Shein, den habe ich euch gerade eben, glaube ich, schon gezeigt. Und dann einmal hier, das wollte ich schon so lange kaufen, Leute. Das ist halt sehr dünn eigentlich, Leute. Also man könnte das eigentlich sogar im Sommer anziehen. Ja, aber auf jeden Fall, das ist halt so ein beige, fast schon gelb, Leute. Also wirklich, so das sieht, das sind so kaffeefarbenmäßig. Also wirklich, ich dachte halt, dass es beige ist, aber das geht schon in die Richtung leicht gelb. Aber es sieht nicht schlimm aus so. Dann, Leute, einmal diese Jeans. Ich habe mich am meisten auf die Jeans gefreut. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die zurückgeben soll. ja, also, ich denke aber, ich behalte die. Weil, also die ist ganz schön, die ist sehr, sehr schön. Aber ich weiß halt nicht, das ist so ungewohnt für mich. Weil die ist so ein bisschen so nicht skinny. Aber die ist halt nicht so weit und ich trage halt eher so weitere Hosen. Und halt, die ist nicht komplett skinny, Leute. Die hat nämlich hier, beachtet bitte nicht meine schönen Socken, die hat hier halt, das ist so eine Schlaghose. Also das ist halt hier einmal so straight und dann geht die halt unten, wird die dann so flared, so Schlaghosen mit Sicherheit. Ja, und dann, ich liebe die, warte, Moment, ich komme näher. Ich liebe, wie die Hose von hinten aussieht. Die hat halt hier, also die hat halt keine Hosentaschen, beziehungsweise man kann die eigentlich, also man kann das hier aufmachen, aber ich finde, so sieht das eigentlich viel schöner aus. Und dann hat das hier noch so eine richtig schöne Naht. Moment. Es hat hier so eine richtig,
Es hat hier so eine richtig schöne Naht. Und dann halt hier ist es so zu mit einem Knopf. Aber man kann es natürlich noch aufmachen und dann halt Sachen reintun. Aber ich glaube, ich lasse es so, weil so sieht das einfach viel schöner aus. Und ja, das ist das Outfit und ich liebe es. Achso Leute, was ich euch noch zeigen wollte, ich habe hier diesen, also die Jeans, also das ganze Outfit ist jetzt wieder von Shein. Und diese, ich habe mir so Haarbänder gekauft, die sind auch von Shein. Ich habe mir einmal ein schwarzes Haarband und ein weißes Haarband gekauft. Das war halt, das kam halt immer in einem Set drin, war das. Also es ist halt ein Set. Ja, ich denke, ich probiere zuerst das Weiße an, weil ich finde, es passt gerade mehr zu dem Outfit. Ich muss ehrlich sein, ich dachte, es sieht schlimmer aus. Es sieht eigentlich ganz in Ordnung aus, oder? Wie findet ihr es? Sieht voll schön aus. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ja. So Leute, auf jeden Fall, ich habe jetzt immer noch gerade das Haarband an. Das hier ist das nächste Top. Ich habe dieselbe Hose immer noch an. Ich finde das Top, das matcht nicht so richtig zu der Hose. Aber egal, es geht jetzt gerade nur um das Top. Ja, das hier ist von Cider. Und ich finde, das ist so, so schön. Also halt die Farbe. Und es hat hier auch solche Löcher. Hier. Und da kann man so seinen Finger reinstecken. Das habe ich gerade erst gesehen. Ja, das hat halt hier so Löcher, wo man so deine Daumen reinstecken kann. Ich finde das so cool. Weil dann rutscht das halt auch nicht die ganze Zeit so nach oben. Und ja, das hat halt hier so ein besonderes Design. Man kann das halt entweder so tragen. Also es ist halt hier, es ist extra so ein bisschen lockerer. Weil man kann es entweder so tragen. Also so finde ich das richtig, richtig schön eigentlich. Ja, und aber eigentlich ist es halt so. Also auf dem Bild von Cider war es halt so, dass halt nur eine Seite hier so nach unten hängt. Und ja, das ist halt hier auch sehr, sehr lang. Und so sieht das von der Seite aus. Und so von hinten. Ich liebe es, Leute. Leute, ich habe euch ja gerade das Oberteil von der Seite gezeigt. Und es sah wirklich komisch aus wegen dem Gürtel halt. Also nicht wundern. Ja, aber so sieht das jetzt nochmal gecroppt aus. Ich wollte euch das einfach nochmal zeigen. So, Leute, dann zum Schluss. Also das ist das Letzte. Und dann ist meine Kiste mit Klamotten auch schon leider leer. Wobei nicht leider. Ich habe ja genug Klamotten. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall einmal das Top. Davon habe ich ja eigentlich euch schon erzählt. Ja, das hier hat halt so einen U-Ausschnitt. Und eigentlich war ich zuerst, also als ich das gerade eben angezogen habe, war ich halt nicht so ein großer Fan. Aber ich finde gerade in der Kamera, so mit dem Gürtel und mit der Jeans, sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So sieht das von der Seite aus und so von hinten. Ja Leute, auf jeden Fall mag ich das Outfit. So Leute, ich wollte euch noch mal einmal kurz eine Sache zeigen. Also das Video ist eigentlich schon zu Ende, aber mir ist es gerade noch eingefallen, dass ich, also ich habe es in meinem Schrank gefunden, das Top hier, das ist auch von Asics. Das ist ein Sport-Top, Sport-BH. Ich finde, das sieht richtig schön aus, weil es ist hier so gekreuzt. Und man kann es auch hinten hier so einstellen. Das finde ich auch sehr cool. Und ich finde auch, die Farbe ist super, super schön und so sieht es von hinten aus. Von hinten ist es nicht überkreuzt. Ja, und ich finde, die Farbe sieht so schön aus und die passt halt auch zu meinem Hautton. Und ja, das war es auch schon mit dem Video. Ja, ich hoffe, euch haben die Sachen gefallen. Genauso sehr, wie sie mir gefallen haben. Also eigentlich gefällt mir alles. Ich hätte halt noch ein Kleid bestellt, das war so olivengrün. Aber ich musste es leider zurück schicken, weil es hat mir nicht gepasst, weil ich habe eine Größe, glaube ich, größer bestellt. Das waren alle Klamotten. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welches Outfit ihr am besten fandet. Ja, ich glaube, ich fand das erste Outfit am allerbesten und das zweite. Also das erste und das zweite und das, wo ich gesagt habe, dass ich aussehe wie Kim Possible. Ja, das waren so meine Lieblingsoutfits. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked dieses Video gerne und abonniert meinen Kanal für viel mehr solcher Videos. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, hab ich lieb.